Ich habe euch extra was mitgenommen. Das ist auch das erste Thema. Und zwar wollte ich euch einmal hier kurz meinen Drucker präsentieren. Das ist der Canon TS6250. Gutes Ding. Bis jetzt gute Erfahrungen mit dem Gerät gehabt. Ja, bekanntlicherweise von der Marke Canon. Ja, wenn es ums Drucken geht, dann können die Japaner wirklich keinem was vormachen. Das ist schon wirklich erste Klasse. Tintenwechseln findet bei mir ungefähr, ich würde sagen, roundabout zweimal im Jahr, im Quartal statt. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Gerät. Und ich würde sagen, wir machen jetzt ein kleines Q&A zu meinem Drucker-Chat. Habt ihr Fragen? Interessiert euch irgendwas? Technisches Zeug auch? DIN-A-Format A4. Zeig mal das Kabel. Sehr gerne, mein Lieber. Wir haben hier ein 3,5 Klinkenkabel mit einem Oxford-Anschluss. Typischerweise kennt man aus europäischen Ländern, das sind zwei Klinkenstecker. Den steckt man einfach rein in die Buchse und dann kommt der Strom über dieses wunderschöne Latex-Kabel in den Drucker rein. Wie viel TCM? 350 PS. Kann der drucken? Ja, exakt. Wir sind hier im Versteigerungsstream. Nein, ich versteigere den nicht, das ist mein Drucker-Chat. Den kriegt ihr nicht, okay? Also kommt mir jetzt nicht wieder an mit so einem Gewinnspiel-Scheiß oder so, den behalte ich, ja? Ihr nehmt mir noch mein letztes Hemd, aber meinen Drucker nehmt ihr nicht. Gebote rein in den Chat. 17er Baujahr. Ich brauche ihn nicht mehr. 5 Euro, okay. Wir starten bei 5. 12. 45, okay. Ich kann da auch nochmal irgendwie drauf pissen oder so, Chat. Falls es den Wert steigert, eins wäre mehr zahlen würde, wenn da ein bisschen Pipi von mir drauf ist. Ich würde den auch vakuumisieren und so, dass der Geruch bleibt. Da könnt ihr dann einmal vorm Schlafen gehen, einmal ein bisschen rumschnuppern, in die Nase nehmen von dem Schätzchen. Baby. Halbvolle Kaugummipackung. Es reicht. Okay, wir verlosen hier nichts, Chat. Das ist hier kein Auktionsstream. Ich pack den Drucker wieder weg.